Habt ihr noch nicht genug? Hallo. 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 Alles angefangen. Hallo. Ja, ich konnte es spüren, dass du noch nicht genug hast. Nee. Dann gleich wiederholen wir. Ich will. Ach, wie schön ihr seid, wie schön ich bin als du. Und natürlich kannst du jetzt da sofort nach einer Antwort suchen. Oh, ich bin ja so schön, weil ich in Birnbach war. Oh, ich bin so schön, weil ich mich gerade mit dir verbinde. Oh, ich bin so schön, wie wäre damit? Weil ich tatsächlich die Lektion des Tages hineingeblickt habe. Oh, ich bin so schön, weil ich gerade in Kapitel 13 im Textbuch bin. Oh, ich bin so schön, weil du neben mir sitzt und liegst und, und bist und gehst und mich begleitest. Und all diese Begründungen, egal wie wir sie in unserem Geist halten, spielen ja nur ein Szenario, eine Aktion in unserem Geist wieder. Und wer kommt darauf, auf diese Aktion? Es ist eine Aktion des Zulassens. Was lassen wir zu? Liebe. Genau. Und ich würde es so im Sprachgebrauch einfach ganz wunderbar so ausdrücken. Ich erlaube, mich lieben zu lassen, geliebt zu werden. Damit hatten wir die größten Probleme. Hatten, genau. Schon beginnend mit der Amöbe, in unserem Amöbenbewusstsein sind wir schon davon geschwommen und haben uns nicht lieben lassen, weil im Moment, in dem ich erfahre, dass ich geliebt bin, und ich mich lieben lasse, was passiert in dem Moment? Zeit verschwindet, Körper spielt keine Rolle mehr, Probleme im Zusammenhang mit dem Körper werden nicht gespürt. Nichts, was in der Welt passiert, hat eine Bedeutung, kann einen berühren. Ich bin einfach in der Liebe. Und in der Liebe sein ist in Gott sein. Und so einfach ist es. Und weil ich das nicht verstanden habe, habe ich eben ein Buch bekommen, das Ein Kurs in Wundern heißt. Habe ich darum gebeten. Oder weil ich das verwechselt habe, oder weil ich nicht wirklich dann klar gekriegt habe, dass Geben und Empfangen eins in der Wahrheit sind, bedurfte ich eine Anleitung. Und diese Anleitung kann von nirgendwo anders kommen als aus unserem eigenen Geist von außerhalb von Raum und Zeit, aus unserem ganzen Geist. Und so sehr wir auch versuchen, diesen Kurs so zu lehren, als ob es verschiedene Denksysteme geben würde. Und Jesus zeigt uns natürlich den Weg zur Erkenntnis, dass das, was als Ego erfahren wird oder gedacht wird oder identifiziert wird, nichts mit dem zu tun hat, wer wir wirklich sind. Aber der Weg in die Schau Christi, in die Erkenntnis und Erfahrung des Geliebtseins führt absolut alles als mein Selbst anzuerkennen. Wir machen, keiner von uns kann wirklich mit dieser Geistesschulung Fortschritte machen, solange wir meinen, wir sprechen von einem Ego außerhalb von uns. Und wir machen auch nicht wirklich Fortschritte, wenn wir so sprechen, als ob der Heilige Geist, ob Jesus Christus, ob Gott außerhalb von uns wäre. Und wir machen es sozusagen zu einem Abstraktum, aber trotzdem zu einem Objekt. Wir machen dann Fortschritte, wenn wir das leben, was in dieser heutigen Lektion uns angeboten wird, als eine Erkenntnis darüber, wer wir sind. Und das wird nur kurz angerissen, weil es nicht wirklich so im geschriebenen Wort dasteht. Ne? Heute lerne ich zu lieben, wie ich geliebt wurde. Ne? Das ist der Titel der heutigen Lektion. Heute lerne ich lieben, wie ich Liebe zulasse. Heute lerne ich geben, wie ich empfange. 158. Ja. Und diese
Lektion ist mir sehr gut in Erinnerung, während meiner Zeit in der Academy hier in Wisconsin und in dieser Ausbildung, die ich genießen durfte und gewählt habe natürlich. Und diesen persönlichen Kontakt mit einer Reflexion meines eigenen Christusgeistes, genannt der Master Teacher. Ne? Und so in Session hat er immer wieder, das war einer seiner Lieblingsreferenzen in seinem Geist, wie es eben gerade reingekommen ist. Aber nie in einem wirklichen so Zusammenhang, was die Lektion oder der Titel der Lektion wäre. Ne? Und so hat er dann oft einfach gefragt, naja, was ist denn jetzt diese Lektion über diese Erkenntnis, wer du bist? Ne? Was ist denn diese Lektion über die Selbsterkenntnis? Was ist denn, und dann hast du vielleicht gesagt, 110, ich bin, wie Gott mich schuf oder was. Und das hat er alles, ja, aber was ist die Lektion? Und was er hören wollte, war 158. Ne? Das war in seinem Geist die Lektion, in der es um die Selbsterkenntnis geht. Weil das die Selbsterkenntnis das Natürlichste ist, was wir kennen, wenn wir erkennen, dass Zeit nicht, uns nicht mehr wirklich im Griff hat und wir uns nicht mehr auf die Zeitlinie begehen und Ursache und Wirkung getrennt auf der Zeitlinie uns selber anbieten und so tun, als ob wir da Teil davon wären. Vergangenheit bis Zukunft. Ne? Und das ist auch, wo wir gerade sind im Kapitel 13. Es ist auch wirklich wunderbar, dass wir da gerade dieselben Inhalte in verschiedenen Textstellen vorfinden. Ja, und vielleicht wollen wir sowieso heute ein bisschen sanfter sein und ja, so wie wir begonnen haben mit einfach nur uns im Licht zu verbinden und zu feiern, gar nicht so sehr hier groß irgendetwas an Lehrinhalten miteinander teilen. Aber ich habe so auch das Gefühl, dass ich im zweiten Teil meiner Session anbieten möchte, falls es irgendwelche Fragen gibt oder Kommentare gibt, auch im Zusammenhang natürlich, was gerade mit umgewandelt wird, die Erfahrung dieses Wunderfestivals in Birnbach. Und ich bin ja so überaus dankbar und erfreut, dass so viele heute hier aufgetaucht sind. Wir sind 250. Es sind die 220 aus Birnbach heute hier und die 30, die online dabei waren, macht nach Adam Riese 250. Danke, jeder Einzelne, der hier auftaucht und sagt, ja, ich will hier mehr und ich mache hier weiter und ich gebe alles und ich werde nicht Halt machen, bevor nicht all die Welt, die ich sehe, aus meinem Geist verschwindet, weil das ist, was tatsächlich dieses Einsparen der Zeit, das Wunder, das uns letztendlich den Kollaps der Zeit zeigt, dass Zeit wirklich nichts anderes war und ist als eine Riesenillusion. Und hier in diese Motivation und Entschlossenheit, mir selbst anzubieten, ja, und egal in welcher Form und in einer gediegeren Form oder in einer Form, in der ich vielleicht aktiv erst energetisch umwandle, was gerade in den letzten Tagen passiert ist, ne? Weil es natürlich eine persönliche Transformation ist. Und somit, vielleicht bin ich sogar einer der Besten, die darauf antworten können, weil ich nicht physisch teil war, obwohl ich physisch teil war als du und die da waren, aber im Erscheinungsbild eben nicht als dieses Erscheinungsbild, worin du mich gerade jetzt siehst, erschienen bin, außer in der einen Session. So, und dass da aus dieser, sagen wir mal, vielleicht etwas Distanz zum illusionären Bild, das natürlich die Umwandlung bestärkt, wenn dir irgendetwas am Herzen liegt oder du meinst, dass irgendein Zweifel oder irgendetwas da ist im Geist, was Klärung bedarf, dann können wir genauso diese Session ganz gerne dafür verwenden. Danke einfach, dass du hier jetzt bist, weil nur in diesem
präsent sein im Jetzt, erkennen wir, wer wir wirklich sind, wer unsere Brüder wirklich sind und was uns einander verbindet, immer verbunden hat, immer verbinden wird. Und in dieser Verbindung im Geist, im Heiligen Geist, in unserem eigenen Heiligen Geist, erkennen wir an, dass alles, was wir da an Hindernissen und Blockaden versucht haben, uns selbst aufzustellen, tatsächlich nur Entsprechungen waren, eine Angst wirklich zu machen, die uns in der Existenz dieser Selbstidentität, dieses Selbstkonzeptes hält und ja, sich selbst wirklich zu machen, dass darin ein Wert liegen würde. Ja, dass ein Wert darin liegen würde, wenn ich meine körperliche oder persönliche Existenz in Raumzeit nach wie vor festigen, demonstrieren, verteidigen, beschützen müsste. Und natürlich hinter dieser Tendenz, dieser Gewohnheit, diese Angst vor Gott, diese Angst vor der Liebe, diese Angst vor dem Licht zu rechtfertigen, hat sich der konzeptionelle Geist viele Ideen ausgedacht, die zwischen dem vollständigen Kollaps und die Vernichtung dieses Selbstkonzeptes in der totalen Angst passiert und dem, was Jesus Liebe, Wahrheit nennt. Und da sind wir ja auch im Kapitel 13 und lernen, dürfen den Geist klar ausrichten. Aber da ist ja nichts dazwischen. Es gibt ja nichts dazwischen, zwischen Angst und Liebe. Ich habe tatsächlich nur zwei Gefühle. Und es ist entweder die Liebe oder es ist Angst. Alles, was ich dazwischen aufgestellt habe oder nicht berührte, nicht der Transformation übergeführt habe, all diese Charaktereigenschaften, die die Selbstidentität verteidigen, die irgendetwas demonstrieren möchte, dass es Wert hätte, in Raum und Zeit weiterhin sich als Existenz aufzublustern und zu zeigen, diese Ideen dazwischen, zwischen der Totalität der Angst und der Wahrheit, werden durch diese Geistesschulung von einem Kurs in Wundern nun ohne Schwierigkeiten als bedeutungslos gesehen, weil sie nicht mehr der Liebe zugeordnet werden, sondern klar gesehen wird, dass es weiterhin nur ein Schutz dieses Angstmechanismus vor der Liebe war. Und davon haben wir jetzt keinen Nutzen mehr. Das ist, was wir nun freudvoll in diesen Begegnungen, in diesen menschlichen Begegnungen miteinander teilen können. Und das habt ihr ja gemacht, die in Birnbach waren, nicht wahr? Ihr habt euch begegnet. Ne? Was hat heute die liebe Manuela in ihrer Session morgens gesagt? Ne? Pass bloß auf, ne? wenn es um Begegnung geht, dann wird es für das Ego extrem gefährlich. Ne? Und so ist es auch, ne? Weil darin verschwindet es. Das Einzige, was notwendig ist, ist, dass wir unseren Geist ausrichten, wofür diese Begegnung sein soll. Wofür ich eine Begegnung mit meinem Bruder verwenden möchte. Möchte ich, bin ich bereit, den Christus zu empfangen? Bin ich bereit, das Licht zu erkennen, das nicht nur so wie Silvia halb im Gesicht ist, sondern das überall im gesamten Geist ganz, ganz hell scheint. Nicht wahr? Bin ich bereit, hier ein Einssein zu erfahren, herauszukristallisieren, zu erkennen, das mich weiter katapultiert, als meine Ideen über mich selbst und meinen Bruder.
Das ist Begegnen. Das ist Begegnen im Sinne von Kommunizieren, von wahrer Kommunikation. Und die, die unseren Bruder René noch nicht kennen, er ist hier, hat die Kamera. Hallo, mein lieber Freund. Und wir sind alle hier, um hier jeden Bruder einzuladen und unseren Geist angstfrei so zu öffnen, zu lernen zumindest, eine kleine Bereitwilligkeit zu zeigen. Ja, ich bin bereit, dir zu begegnen, dich zu treffen in diesem Licht, mit dir zu teilen, um uns zu erinnern, wer mit uns wirklich geht. Ne? Diese Frage, die wir tausende oder millionenfach am Tag uns stellen durften vor 2-3 Tagen in der Lektion und das uns natürlich begleitet, weil die Antwort ist, ich bin dabei, alle meine Brüder als den Christus zu erkennen. Ich habe diese Fähigkeit. Ich habe diese Kraft und Mächtigkeit in meinem Geist. Es gibt nichts, was mich davon hindern kann, dies zu erkennen, außer meine eigenen Gedanken. Und ich will nicht mehr begrenzte Gedanken gegen mich als meinen Bruder halten. Und das ist, was dann gesucht wird in den verschiedensten Übungen, nicht wahr? Und das wird dann oft nicht richtig verstanden und verkannt, ne? Weil dann kommt es irgendwie so heraus, als ob es da etwas zu erarbeiten gäbe, ne? Und natürlich, das ist höchst attraktiv im konzeptionellen Geist und in der Welt, ne? Jeder ist daran, etwas zu erarbeiten, ne? Irgendetwas zu erarbeiten, weil im Erarbeiten, das ist wieder die Stimme, die für das Ego spricht, wird angeboten, da ist Fortschritt, ne? Und das projizieren wir aus der Vergangenheit, wo kein Fortschritt war, auf eine Zukunft, wo wir dann Fortschritt haben könnten, ne? Und wie wir im Kapitel 13 hören, wird dadurch dieses Jetzt überdeckt. Aber es geht nur um dieses Jetzt. Checke immer, wenn du dabei bist, zu üben, egal welche Form, sage ich dir. Und wenn sie noch so toll aussieht, checke immer, wo sie dich hinführt, was sie dir anbietet, ob sie dir ein Resultat im Jetzt anbietet oder auf der Zeitlinie. Wenn du dies und jenes so und so machst, wenn du dieser Methodik folgst, wenn du so und so einen Ausdruck für dich findest, etwas im Ausdruck zu tun, das ist der Tuergeist. Da wird etwas getan im Geist, das er mit anderem Wort projiziert. Das führt nur zu zeitweiligen, für einen Anfänger absolut gut, zu einer zeitweiligen Erholung, zeitweiligen Entspannung, aber niemals zur Lösung selbst. Weil die Lösung nur durch offenbarende Erkenntnis immer gegeben ist, immer auf uns wartet, jeden Einzelnen, um sie zuzulassen, um uns zu erinnern, in diesem uns lieben lassen. Und dann kommt es natürlich zu solchen Ausdrücken. Ne? Irgendjemand erwähnt etwas. Ah, kannst du mir schnell diese Übung zeigen, wie das, na egal, ob es schon gesagt wurde, funktioniert ja nicht oder funktioniert. Ne? Da ist der Geist ist süchtig nach etwas erarbeiten, etwas zu üben können, etwas ständig im Tun voranschreitend zu sehen, wie es sich verändert. Anstelle es vollkommen kollabieren zu lassen, im Anerkennen, dass jede Zeitidee eine Illusion ist und dass Zeit die größte Illusion davon ist. Eine Riesenillusion werden wir dann in der Lektion miteinander teilen, nicht wahr? Der Macher meint, uns führen zu wollen, ganz genau, Silvia. Und dann wird natürlich geglaubt, weil es ist doch eine tolle Übung, die wir gerade anbieten, oder Methodik. Ne? Ist ja, und eigentlich ist das nur, sieh es vielleicht aus dieser
Perspektive, wie ich es gelernt habe, zu sehen. Nichts falsch daran, weil ja alles seinen Platz hat. Aber es ist nur eine Art Zeitvertreib, um hier diesen heiligen Augenblick, in dem wir das jetzt erfahren, sozusagen zu benennen oder zu manifestieren, zu formalisieren, weil die Gewohnheit so stark war oder vielleicht nach wie vor ist, wie wir eingangs sagten, sich davor zu beschützen, davon zu laufen, sich zu verteidigen oder sogar mit durch Angriff zu verteidigen. Oder der größte Angriff ist ja nach wie vor das Urteil, nicht wahr? Aber die ersten Lektionen, und das ist, worauf Jesus in diesem nächsten fünften Abschnitt dann ja auch darauf eingeht, das sind, er wird die ersten 20 Lektionen wiederholen im zweiten und dritten Absatz, wenn wir da überhaupt heute noch hinkommen. Ne? Aber ja, vielleicht fange ich mal an, den ersten Absatz zu lesen, und dann muss ich auf jeden Fall zurückgreifen auf ein paar Sätze im vierten Abschnitt. Du hast zwei Gefühle. Welche Gefühle sind es? Jesus spielt da nicht lange rum. Ne? Verstehst du? Er gibt dir nicht eine Liste deiner Emotionen oder was immer du in der Psychologie gelernt hast. Zwei Gefühle, basta. Was sind diese Liebe zwei Gefühle? Oder Angst. Liebe oder Angst. Wunderbar. Ich habe gesagt, dass du nur zwei Gefühle hast, Liebe und Angst. Das eine, zuerst spricht er von der Liebe, die Liebe ist, und hier hast du wunderbare Definitionen, unveränderbar, wird aber fortwährend untereinander, sagte er ursprünglich, untereinander ausgetauscht, da es den Ewigen von den Ewigen angeboten wird oder geschenkt wird. In diesem Austausch wird es ausgedehnt, denn es vermehrt sich, indem es gegeben wird, indem es verschenkt wird, indem es ausgedehnt wird, vermehrt es sich. Ja? Wie bewahre ich alle Dinge, die einen wirklichen Wert haben, indem ich sie ausdehne, indem ich sie gebe? Ja? Was ist das eine Ding, das den einen wirklichen Wert hat? Es ist, was wir als Liebe bezeichnen und nichts anderes. So durch die Ausdehnung, durch das Teilen, durch das Geben vermehrt sie sich. Das ist so simpel, wie es ist. Und das andere Gefühl, er spricht jetzt von der Angst, hat viele Formen, denn der Inhalt individueller Illusionen ist höchst unterschiedlich. Auch wichtig, wenn du das verstehst, brauchst du nicht mit deinem Bruder in irgendwelchen Streitgesprächen demonstrieren, wie sehr du recht hast. Weil dann verstehst du einfach, dass der Inhalt individueller Illusionen höchst unterschiedlich ist. Ja? Doch sie haben alle eines gemeinsam. Und das ist auch, wo wir hingeführt werden, das zu verstehen, was gemeinsam ist. Und was ist seine Antwort? Ich glaube, er spricht wieder mal vom Wahnsinn, nicht wahr? Sie sind alle wahnsinnig. Da steht es. Sie sind alle wahnsinnig. Sie sind aus Anblicken gemacht, die nicht gesehen, aus Geräuschen, die nicht gehört werden. Das sind die ersten Lektionen. Das haben wir durch die ersten Lektionen erfahren. Sie lassen eine private Welt erstehen, die sich nicht mit anderen teilen lässt, denn sie haben nur für ihren Macher Bedeutung. Und daher haben sie überhaupt, ja, keine Bedeutung. Haben sie überhaupt keine Bedeutung. Sie sind nur für mich als den Macher bedeutungsvoll, solange ich die Bedeutung aufrechterhalte. Aber in Wirklichkeit haben sie überhaupt keine Bedeutung. Und das habe ich bereits erkannt. Und jetzt will ich mich nur noch daran erinnern, was ich bereits erkannt habe. Und das können wir und das teilen wir. In dieser Welt bewegt ihr Macher sich allein, denn nur er nimmt sie wahr. Und jetzt interessiert es dich vielleicht, okay, wie komme ich denn überhaupt dahin,
dass ich das überhaupt erkennen kann. Wir sprechen darüber, die Lektionen durch den ganzen Tag hindurch anzuwenden. Aber was ist denn wirklich das Konstrukt oder die Gestaltung, die Form im Geist, damit das Klarheit bekommt? Und das führt mich direkt in den vorigen Abschnitt und zur Lektion des Tages, weil es ist das Erkennen, dass Zeit eine Illusion ist. Nur wenn du erkennst, dass Zeit eine Illusion ist, wirst du auch anerkennen, dass all das, was du siehst, eine Illusion ist. Und wirst du bereitwillig sein, was wirklich angeboten wird, die Alternative dazu, die Schau Christi, als etwas Annehmbares für dich zu akzeptieren, und ja, so in der Verbindung mit deiner eigenen Heiligkeit hervorzubringen, damit es tatsächlich auch gespürt wird. Und das macht schön, absolut, weil diese Heiligkeit aus unserer Verbindung heraus ist, was Schönheit ist, mit einem anderen Wort. Aber auf diese Tageslektion 158 einen Ausblick zu machen, da steht es ja ganz klar, ne, dass die Zeit gibt uns ja die Ansage, Zeit ist eine Riesenillusion, in der Figuren wie durch Zauber kommen und gehen. Ne, und legt noch etwas darauf, gleich am Anfang, indem er sagt, dass es ein Kunstgriff ist, dass es ein Taschenspielertrick ist, ist etwas, was wir in unserem menschlichen Geist wirklich so aus dem Sack herausziehen und so tun, oh, siehst du, hier ist meine Wirklichkeit. Und du kannst dich ja nur in der Zeit identifizieren als etwas Physisches, als ein Bild, als etwas, das sich in Zeitlinie präsentiert mit Qualitäten in der Persönlichkeit und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist die eine Riesenillusion. Heute lerne ich geben, wie ich empfange. Ganz genau, Silvia. Heute lerne ich zu lieben. Ist das die heutige, gell? Ja, heute lerne ich zu lieben, wie ich zulasse, geliebt zu werden. Yeah! Bravo, Devaman! Yeah! Bravo, alle! Lass uns hier kurz hinblicken, wie er da weitergeht, ne? Weil er sagt dann ja ganz klar im nächsten Paragraphen, dass wir keine Erfahrung direkt vermitteln können. Ne? Diese reine Erfahrung, diese offenbarende Erfahrung kann ich nicht lehren. Ich kann sie nur für mich selbst in Erfahrung bringen, in Erkenntnis bringen, weil sie die Selbsterkenntnis, selbst großgeschrieben, die wahre Selbsterkenntnis repräsentiert und aufzeigt. So ein Lehrer vermittelt keine Erfahrung, weil er sie auch nicht gelernt hat. Sie ist gegeben worden. Sie wurde offenbart, direkt aus Gottes Geist heraus. Hat uns sofortig erinnert, in diesem Augenblick, ah, das bin ich. Und das bin ich nicht. Nichts von dem bin ich, was ich bislang geglaubt habe. Und hier kommt es, was wir uns einander tatsächlich anbieten wollen, sollen und letztendlich müssen. Und er bezeichnet es als die Schau Christi, wie du weißt. Und es ist dieses Licht des Christus, in dir selbst, in deinem Nächsten zu sehen und zu teilen. Schau ist seine Gabe. Schau ist die Gabe Christi. Schau ist das, was wir in unserem persönlichen Ausdruck uns dann demonstrieren und lehren, uns anbieten, uns selbst immer anbieten. Ich biete mir das nur selbst an. Und diese Schau kann der Lehrer Gottes unmittelbar, also direkt geben. Warum? Denn Christi Erkenntnis ist nicht verloren, weil er eine Schau hat, die er jedem geben kann, der darum bittet. Alles, was nur notwendig ist, ist darum zu bitten. Ich möchte dies anders sehen.
Ich möchte alles anders sehen. Über allem bin ich bereit, die Welt anders zu sehen. Und das sind so auch diese Aktionen, nicht wahr, in unserem Geist. Der Wille des Vaters und der Seine sind in der Erkenntnis verbunden, doch gibt es eine Schau, die der Heilige Geist sieht, weil der Geist Christi sie ebenfalls erblickt. Und dann kommt er zu dieser Aufzählung. Ne? Und zuerst spricht er darüber, dass hier eine Verbindung zwischen der Welt des Zweifels und der Schatten und dem Nichtgreifbaren hergestellt wird. Eine Verbindung, eine Begegnung, könntest du sagen. Und hier in dieser Schau ist dieser ruhige Ort, dieser stille Ort in unserem Geist, dieser ruhige Ort in der Welt, geheiligt durch Vergebung und durch Liebe. Hier haben wir es, schwarz auf weiß, geheiligt durch Vergebung und durch Liebe. Hier werden alle Widersprüche versöhnt, weil hier endet die Reise. Und davon hat er auch oben gesprochen, dass wir tatsächlich, wenn wir das zulassen, diese Erkenntnis, dass alle Zeit bereits vorüber ist und dass die einzige Zeit dann unter Anführungszeichen, wenn wir schon von Zeit sprechen, die es gibt, ist dieser eine Moment, das Hier und Jetzt. Und das erlaubt uns das Verständnis, dass wir von einer Reise sprechen, die wir schon längst gemacht haben. Und wir sprechen von dieser Reise nur von diesem jenem Punkt, wo sie geendet hat. Das wird in dieser Lektion angeboten. Und wie kann ich erkennen, dass diese Reise nach Hause, diese gesamte Reise der Transformation geendet hat, indem ich in mein Bewusstsein bringe und verstehen lerne, dass was ich sehe, nur ein Rückblick ist, was ich bereits gemacht habe, was ich bereits erfahren habe. Er verwendet ganz bewusst dieses Wort zurückblicken. Wenn wir auf die Welt, auf diese Reise, auf diese Trauminhalte zurückblicken, und dann können wir uns gerne einbilden, dass, als würden wir sie noch einmal in diesem Moment, in diesem Erscheinungsbild, das ich gerade wie ein Film vor der Leinwand flattern sehe, dass ich dies jetzt noch einmal unternehmen würde, durchleben würde, transformativ erfahren würde, im Geist, er drückt es aus, im Geist Revue passieren lasse. Alles, was du meinst, was dich schön macht, ist letztendlich nichts anderes als ein Revue passieren, was du bereits vollbracht hast. In Wirklichkeit bist du bereits im Licht. Oder Anführungszeichen auf der anderen Seite. Und diese Erinnerung wird uns durch die Christi-Schau angeboten. So, danke und Kongratulationen. Wir sind da wirklich wo angekommen, was tatsächlich Substanz hat. Das willst du auch sehen. Das hat tatsächlich Substanz. Ja? Das ist keine kleine Sache. Ne? Und jetzt können wir hier weiterlesen und sehen, Erfahrung, nicht gelernt, nicht gelehrt, nicht gesehen. Ja, willst du das dir einprägen, dich immer wieder in Erinnerung rufen? Okay, Erfahrung habe ich nicht gelernt, habe ich nicht gelehrt, habe ich nicht gesehen. Ich kann mich vollkommen entspannen. Ist einfach da. Und jetzt kannst du hinzufügen, ich bin da, ja, weil er da ist. Das liegt jenseits unseres Zieles, die Erfahrung. Denn es transzendiert das, was erreicht werden muss. Wir befassen uns mit Christi Schau. Das können wir erlangen. Wow. Und dies zu erfahren, dafür können wir benutzen, was wir als den Lichtkreis, den Kreis der Söhne bezeichnen. Nun,
du glaubst, dass du vielleicht irgendwo hinreisen musst oder irgendwo teilnehmen müsstest. Und wenn du es nicht für dich so erkennen kannst, dass dieser Lichtkreis wirklich immer da ist, weil er in meinem Geist da ist. Das heißt, na Silvia, ich treffe hier die Frau im Supermarkt und ich bringe diesen Lichtkreis in diese Begegnung. Und damit erfahre ich, was dieser Lichtkreis mir anbietet. Weil dieser Lichtkreis bietet mir diese Erkenntnis, dieser Schau Christian. So, du hast wirklich keine Ausreden mehr. Wenn du in der Supermarktkassiererin oder Kassier noch nicht den Christus erkannt hast, dann geh heute noch, also bei euch ist ja schon zugesperrt, dann geh morgen gleich rein und probier es aus. Und ich verspreche dir, dass sich das Licht Christi absolut dir zeigen wird. Leuchtet zurück. Es leuchtet zurück, ganz genau, Silvia. Und du brauchst gar nichts dazu zu tun. Ne? Es ist wirklich nur die Ausrichtung im Geist. Es ist die Ausrichtung, okay, es ist einfach da. Die Erfahrung ist einfach da. Weil es nicht darum geht, dass ich etwas erarbeite hier, sondern es geht nur um die Erkenntnis. Und Erkenntnis ist nur wirklich, sicher können wir und sprechen die meisten Zeit von transformativen Erkenntnissen, wie wir sie auf der Zeitlinie erfahren. Aber die Erkenntnis, die er hier anspricht, die offenbarende Erkenntnis, ist nur außerhalb der Zeit zuordnenbar. Ne? So, meine Aufgabe ist, Zeit abzuschaffen, Zeit einzusparen, Zeit kollabieren zu lassen. Und das, wenn du es mir nicht glaubst, dann lies einfach nach in den Wundergrundsätzen. Das hast du am Ende der Wundergrundsätze. Ne? Das Wunder ist eine Lerneinrichtung, das 47. Wundergrundsatz, den ich immer wieder verwende, die den Bedarf an Zeit vermindert. Es schafft eine Zeitspanne außerhalb des zeitlichen Musters, die den gewöhnlichen Zielzeitgesetzen nicht untersteht. In diesem Sinne ist das Wunder zeitlos. Und im nächsten Grundsatz 49 sagt er, 48, entschuldige, das Wunder ist die einzige Einrichtung, die dir zur Kontrolle der Zeit unmittelbar zur Verfügung steht. Nur die Offenbarung transzendiert es, da diese mit der Zeit gar nichts zu tun hat. Ich gebe allen Dingen ein Wunder der Liebe. Danke. Und weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, du hast nichts mit der Zeit zu tun. Wenn die Offenbarung transzendiert es, da dieses mit der Zeit gar nichts zu tun hat. Du bist bereits offenbart. Du hast in Wirklichkeit kein Business mehr mit der Zeit. Alles, was wir mit Zeit machen, ist es in die Zeitlosigkeit überzuführen. So sehe ich alle Geschichten in der Zeit, aller Zeit in Wirklichkeit und führe sie in meinem Geist. Was ist Zeitlosigkeit? Ewigkeit, Heiligkeit. Ja. Und wenn ich mir ansehe, wie Jesus dies eigentlich ziemlich provokanterweise anspricht, zu Beginn des vierten Abschnittes über die Funktion der Zeit, wo er ja aufzeigt, hey, sieh dir mal an, ob das überhaupt deine Wahl ist, ob du das überhaupt willst für dich, ob du das überhaupt zulassen kannst für dich selbst. Ne? Und er sagt ganz provokativ hier, doch weder das Vergessen noch die Hölle ist für dich so unannehmbar wie der Himmel. Ja? Wie du den Himmel deutest, ist er Hölle und Vergessen. Und der wirkliche Himmel ist die größte Bedrohung. Die Liebe ist die größte Bedrohung. Der Frieden Gottes ist die größte Bedrohung. Die Zeitlosigkeit, Offenbarung ist die größte Bedrohung. Und aus diesem Grunde bleiben wir in dieser Ausrichtung und horchen der Stimme, die für Gott spricht
und uns immer wieder erinnert, wer wir wirklich sind, was hier unsere Funktion ist und dass wir absolut fähig sind, uns diese Schau Christi einander anzubieten und zu teilen und zu erfahren. Hör dir das mal an. Der Heilige Geist, das ist dann im 7. Paragraphen, der Heilige Geist deutet den Zweck der Zeit so, dass sie den Bedarf an Zeit unnötig macht. Der Bedarf an Zeit wird unnötig. Das ist die Interpretation des Heiligen Geistes. Er betrachtet die Funktion der Zeit als eine vorübergehende, die nur seiner Lehrfunktion dient. Und diese ist definitionsgemäß vorübergehend. Wir sind in der Vorstellung am Weg nach Hause, aber wir passieren Revue, was wir alles durch alle Zeit durchgemacht haben. Und in diesem Revue passieren, wenden wir an, Platz zu geben, anzunehmen, zu lieben, keinen Widerstand mehr zu haben, sich nicht mehr zu verteidigen, sich nicht mehr zu beschützen, beschützen zu müssen, im Recht haben. Seine Betonung liegt daher auf dem einzigen Aspekt der Zeit, der sich zur Unendlichkeit ausdehnen kann. Und hier haben wir es, denn jetzt ist das Naheliegendste an die Ewigkeit, sagt er ursprünglich, die diese Welt zu bieten hat, in der Wirklichkeit des Jetzt, ohne Vergangenheit oder Zukunft, beginnt die Würdigung der Ewigkeit. Und nur jetzt ist hier. Und nur jetzt ist hier. Und nur jetzt bietet die Gelegenheit für die heilige, was glaubst du, welches Wort er verwendet? Begegnung. Kommunion. Kommunion, das ist ein anderes Wort für Begegnung, absolut. Für die heiligen Begegnungen, in denen die Erlösung gefunden werden kann. Und es schließt dann ab, Heilung kann nicht in der Vergangenheit geschehen. Sie muss in der Gegenwart vollbracht werden, um die Zukunft zu befreien. Die Zukunft muss befreit werden von den Bedeutungen, die aus der Vergangenheit mitgebracht wurden und gerne projiziert werden möchten. Sie muss in der Gegenwart vollbracht werden, um die Zukunft zu befreien. Diese Deutung verknüpft die Zukunft mit der Gegenwart und dehnt die Gegenwart statt der Vergangenheit aus. Wenn du aber deine Funktion als Zerstörung deutest, verlierst du die Gegenwart aus den Augen und hältst an der Vergangenheit fest, um eine zerstörerische Zukunft zu sichern. Du siehst, da sind nicht wirklich Optionen da. Es ist entweder, gehen wir den Weg und erlauben, dass sich das Jetzt ausdehnt und wir uns im Jetzt als geliebt und als Liebe erfahren, oder wir sind caught up, wir sind gefangen in unserer Denkweise von vergangenen Konzepten, die sich in der Zukunft widerspiegeln sollen. Und die Zeit wird so sein, wie du sie deutest, denn von sich aus ist sie nichts. Ich gebe das, was ich Zeit nenne, alle Bedeutung, die sie für mich hat. In Wirklichkeit ist sie nichts. Und so lerne ich hier in Raumzeit, innerhalb des Traumsequenz, dass Zeit nichts ist und in Zeit nichts bewirkt wird. Zeit geht nicht sequenziell vor sich. Zeit entwickelt sich nicht hin zu einer Zukunft. Die einzige Zeit, wenn wir schon von Zeit sprechen, ist jetzt. Und darin erfahren wir unsere Erlösung. Ja, und es ist doch Lektion 308. Das ist meine Lieblingslektion. Die
die springt immer in meiner Erinnerung hoch, auch wenn ich vorne im Kurs bin oder in der Mitte. Rein, ja, danke dir, Dorothea. So, ich möchte hier mal öffnen, wer irgendeine Frage hat in Bezug auf das Festival, auf das Event oder auf etwas, was nicht klar war, auf das, was wir jetzt geteilt haben. Ja? Also wir schauen uns Unklarheiten an. So, wenn du irgendetwas hast, kannst du es im Chat schreiben oder dein Mikrofon aufmachen und es teilen, fragen oder kommentieren. Schauen wir mal, ob da irgendetwas kommt. Ich schaue mir mal an, was da im Chat schon alles steht. Ich habe eine Frage. Gerne, Christina. Ja, und zwar, ich war heute unterwegs und ich habe die Übung gemacht immer wieder. Und mir fiel auf, dass mit vollkommen Fremden das Licht zu sehen schwieriger ist, als wenn ich jetzt eine Verkäuferin habe, die, mit der ich zu tun habe, oder Menschen, mit denen ich direkt in Kommunikation bin. Aber wenn ich so in die Runde schaue, auf der Straße oder ich war am See dann unten, dann viele Menschen vorbeigelaufen, da fällt es mir unglaublich schwer. Bis gar nicht teilweise so. Ne? Also direkt geht's gut, also da erinnere ich mich auch gut dran, aber in dem Moment, wo ich dann eine fremde Masse vor mir habe, sagen wir mal so, eine fremde Masse. Ja, sagen wir mal so, betrachten wir das, diese Art von Unterschieden und Rangordnungserfahrungen aus der Betrachtungsweise, dass ich ja allen Dingen alle Bedeutung gegeben habe, wie ich es erwähnt habe. Du hast allen Dingen und all diesen Leuten und allen Bildern alle Bedeutung gegeben, die sie für dich haben. Und da hast du natürlich Bedeutungen verteilt, die als weniger bedrohlich sich anfühlen und Bedeutungen, die du als sehr bedrohlich oder als angreifend oder als, ja, bedrohlich ist ja das beste Wort, gehalten hast im Geist. Ne? So, wenn du jetzt aktiv weitermachst in der Geistesschulung und siehst, ah, hier ist meine Bedeutung, ne? Da bin ich offener, da bin ich weniger offen. Ne? Da ist es, fühlt es sich an, ist es leichter für mich, da fühlt es sich an, ist es schwieriger für mich. Ne? So, alles ist nichts anderes als eine Reflexion, ein Resultat dieser Bedeutung, die ich dieser Person oder diesem Bild gegeben habe. Und ich bin jetzt bereit, diese Bedeutung loszulassen. Ja? So, ich identifiziere für einen Moment nochmal diese Bedeutung. Ich werde vielleicht es auch erfahren und spüren können, wenn diese Bedeutung eine Angstbedeutung war, und lasse sie ersetzen durch die, sagen wir mal, die Bedeutung Gott selbst, durch das, was Wahrheit ist. Das, was keinen Unterschied mehr braucht und keine Notwendigkeit mehr von einem Unterschied hat und alles als dieselbe Liebe gewillt ist, zu sehen und zu empfangen. Und dann verändert sich es von selbst. Ne? Und, aber es liegt immer nur an den Bedeutungen. Ne? Da natürlich ist oft ist es halt so, ne, dass mit dem Kreis, die unsere Lieben darstellen, wo das eigentlich weniger passieren sollte, passiert es mehr, weil auch mehr Bedeutungen da sind. Und die Einladung ist, diese Bedeutungen loszulassen, diese Bedeutungen verändern zu lassen. Mhm. Ja. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Bloß diese Masse von Menschen oder diese, da habe ich ja keine einzelnen Bedeutungen drin. Das ist ja nur eine, wenn ich spazieren gehe und die Leute kommen mir entgegen, diese fremden Menschen. Aber stimmt, da sind auch überall Bedeutungen drin, ja. Ja, schau dir das mal genauer an auch. Ja. Ne? Ja. Es wird ja nur so aus der Sprachmäßigkeit heraus gesagt, ne, und all diese fremden Menschen, wie du sagst. Ne? Ja. Aber wer sind denn all diese fremden Menschen? Ne?
meine Brüder. Wer sind denn all deine Brüder? Ich. Elisabeth hilft dir schon. Ich war nur eine Frage. Ich selbst, ne? Ich sehe mich selbst. Ne? Ich sehe mich selbst, ja. Du siehst dich selbst. So, es sind Bedeutungen, die du dir selbst gegeben hast und die du vielleicht noch notwendig hast, als Teil deiner Selbst zu beschützen. Ja? Und ja, das hilft mir je jetzt. Je mehr wir die Liebe zulassen, desto weniger muss ich mich beschützen von einer Bedeutung über mich selbst. Ne? Weil ich auch sehe, es wäre nur ein Schutz meines vergangenen Ichs, ne? Wie ich mich in der Vergangenheit als ich und derjenige eben definieren musste, um mich zu zeigen, damit mich überhaupt irgendwer sehen kann. Ne? In Wirklichkeit kann dich überhaupt niemand sehen, weil du nur Licht bist. Ne? Mhm. So, wenn dich jemand schon sieht und identifiziert, gibt es schon ein Missverständnis, gibt es schon eine Fehlwahrnehmung, die wieder auf dieser Ebene der Bedeutung in der Begegnung losgelassen wird. Ne? Und natürlich passiert da Heilung. Ne? Danke. Ja, danke, danke. Wunderbar. Dankeschön. Darf ich Sie noch eine Frage stellen, lieber Mann? Ja. Also, ich bin heute losmarschiert mit dieser Lektion. Dann habe ich dem Heiligen Geist gesagt, jetzt brauche ich deine Hilfe dabei. Ja, ich will jeden als den Christus sehen, als das Licht. Und dann habe ich aber auch nicht mehr darüber nachgedacht, bin durch den Tag gegangen. Und irgendwie fühlte sich das gut an, leicht und beschwingt. Ja, und so soll es auch sein. Danke, das ist eine wunderbare Bezeugung auch. Ne? Es gibt auch andere Tage, nur jetzt, heute ist mir das so aufgefallen. Ja, und es soll ja gar nicht so sein, das ist ja auch nur so für Anfangsansatz, ne? Dass ich jetzt durch die Straßen gehe und okay, Christuslicht muss ich erkennen. wo ist denn das Christus? Ne? Sondern es soll, so wie du es gerade zeigst, in vollkommener Entspannung etwas ganz Natürliches aus der Natur herauskommen. Ne? Dass es letztendlich, dass ich dann sagen kann, wow, ich habe Christus in dieser Kassiererin erkannt, wird mir ja sowieso erst später ins Bewusstsein kommen. Ja? Im Moment der Erkenntnis kann ich nur sagen, dass ich nicht hier bin, dass ich vollkommen glücklich bin und in Liebe bin. Ne? Verstehst du? Das ist, kann ich eigentlich nur das bestätigen, was am nächsten liegt zur offenbarenden Erkenntnis selbst. Ne? Das ist ja schon die Interpretation danach, wenn ich sage, wow, da habe ich eigentlich den Christus erkannt in dieser Begegnung. Ne? Danke. Weißt du, wie sich das anfühlte auch so? Wie ein Baby, ja? Das ist ja völlig frei, ja? Also mein Neffe, der hat einen Sohn, der ist ein Jahr, das ist wie so ein Buddha. Der schaut und schaut. Ist ganz präsent, ganz präsent. Das ist unglaublich, ich habe noch nie so intensiv jemanden präsent gesehen. So voller Leuchten und Liebe, das ist... Da kann ich viel von lernen. Ja, weil dieses kleine Kind eben, wie gesagt, nicht an Bedeutungen aus seiner Vergangenheit noch festhält oder sie noch nicht wiederentwickelt hat, ne? Sondern einfach diesen leeren Raum offen lässt. Ne? Und das ist, wo das Licht von Christi Schau ist, ne? Immer da ist. Ne? Ja, das stimmt, da können wir viel lernen. Wer sagt das? Und da kann ich die Schweißtropfen endlich von der Stirn wischen und einfach ich selbst sein. Ja, danke Claudia, genau. Den Druck loslassen. Alles easy in den Flow bringen. Alles so sein zu lassen, wie es ist. Ne? Und zu sehen, dass ich nur selbst der Widerstand sein kann durch die Bedeutungen, die ich nach wie vor aufrechterhalte. Und sage, ich bin dies, du bist das, das ist jenes. Und damit, wie es in anderen Teilen des Kurses beschreibt, immer diese Kluft aufrechterhalten wird. Diese Fragmentierung bestärkt wird.
anstelle anzuerkennen, dass hier überhaupt nichts passiert, nichts da ist, dass alles nichts ist, aber das Licht präsent ist, Gott hier ist. Gefällt dir das, Nico? Bist du einverstanden? Ja. Schön, schön. Danke. Danke dir. Danke. Danke, Devavan. Du machst alles so viel leichter, wenn du diese Dinge erzählst und berichtest vom hellsten Licht, das es gibt. Danke dir, liebe Silvia, danke. Ja, dann schließe ich mich an. Danke, Devavan. Barbara, hallo. Alles wird viel, danke, viel meine Liebe. Direkt aus der Arbeitsgemeinschaft in die Aleph-Session. Wir treffen uns immer wieder. Ja, ich habe, während ihr alle in Birnbach wart, habe ich gesehen, der Andreas, der entwickelt jetzt völlig neue Methoden. Das wird jetzt ein völlig neues Lernen geben. Ich will auch dabei sein. Da kommt was ganz Neues für uns jetzt. Ja, ja, und das, was wir eigentlich so als neu identifizieren oder wahrnehmen, ist ja nur ein schneller Werden in unserem eigenen Geist. Ne? Ja. Es ist ja nicht, es gibt nichts Neues auf der Wahrnehmungsebene. Ne? Das ist ja immer nur eine andere Form und Manifestation desselben Inhalts. Aber dass wir schneller werden, das repräsentiert, dass wir wundergesinnter oder das Wunder direkter und ohne Unterschiede akzeptieren und annehmen und darum bitten. Ne? Und das ist natürlich, wir erkennen sehr wohl den Unterschied, nicht wahr? Ja. Danke, Devavan, dass du da immer wieder die Luft rausnimmst, ne? Dass nichts irgendwas Besonderes ist, ne? Sondern es ist wirklich nur das Licht, das schneller werden und genau. Ja, die geistige Transformation. Danke. Und auch noch hinzufügen, es reflektiert immer nur, wo ich gerade selber bin, in meinem eigenen Nachhauseweg. Ne? Das ist, in dem Sinne ist es auch persönlich. Ne? Und wenn ich bereit bin, hier nicht festzuhalten an diesen, was immer, was da im Austausch oder im Versuch, etwas zu erarbeiten, angeboten wird, und ich bin bereit, schneller, schneller, okay, wo ist das jetzt? Ne? Wo ist meine Erkenntnis im Jetzt? Ne? Und so sehe ich natürlich das auch reflektiert in den Angeboten. Wir sind ja alle Lehrer Gottes, ne? In den Angeboten meiner Brüder. Ja. Also du bist wirklich ein seltenes Exemplar. Im Licht trotzdem total bodenständig. Danke, Devavan. Ja, wir sind alle wirklich seltsame Exemplare. Außerordentlich seltsame Exemplare. Wir finden uns hier in diesem Topf von Aleph wieder. Und zum Glück bestimmen wir in unserem Geist, dass es ein Treffen außerhalb von Raum und Zeit sein darf. Na, Gerd? Ja, schön. Danke dir. Ja. Ja, und du hast es auch angesprochen, Barbara, ganz, ganz wichtig, ne, dass wir das Gewahrsein in unseres Geistes so geschärft haben und schärfen, hier nichts mehr besonders zu machen. Ne, und jede Besonderheit sofort die Energie rausnehmen, weil in der Besonderheit habe ich alles zum Götzen gemacht. Ne, das ist dann das andere Wort. Ne. Und Götzen haben, ich habe mich selber natürlich abhängig gemacht von den Götzen und das habe sozusagen diese Bedeutung, diese Macht des Geistes abgegeben an die Götzenbilder und damit bestimmt noch, dass sie mich bestimmen sollen, ne? Und dürfen. Ne? Und das sind wir jetzt in der Umkehr. Ne? Aber Götzen haben kurze Beine.
Ja, nicht nur die Lügen, auch die Götzen. Schön, Silvia, ja. Und dann kommen wir genau da an, worüber wir ja sprechen. Ne? Es ist etwas ganz Natürliches. Ne? Es ist zwar anders, aber es ist nicht besonders. Ne? Es ist anders, weil es anders erfahren wird, aber es wird als natürlich Ausdruck des einen Geistes wiedererkannt. Und da sind wir auch absolut in Frieden und in Liebe. Und da wissen wir auch, dass wir keine Mühe, keine Bemühungen setzen müssen, um uns zu erinnern, wer wir sind. Das wäre absolut, diesen Kurs misszuverstehen. Und auch das Übungsbuch, was ja 365 Lektionen, eine Lektion für jeden Tag eines Jahres anscheinend darstellt. Ne? Und nie fehlt einer. Immer sind alle da. Immer sind alle zusammen. Ja, weil du zusammen bist. Ne? Und so, weißt du, und da erkennen wir dann, okay, es ist wirklich nur dieser eine Tag. Ne? Und ich nenne es zwar Lektion 158, aber in Wirklichkeit ist es die eine Lektion, die mir gegeben wird für diesen Tag. Das ist dasselbe wie für dieses Jetzt, für diesen Moment. Und auch morgen werden wir, oh, es geht um Wunder. Ne? Morgen werden wir Wunder geben. Ne? Ich darf Wunder erkennen. Ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Ne? Brauche ich nicht. Ja. Diese Lektion 158 gibt mir alles. Sollte morgen kommen und ich habe gewählt, dass ich einen Morgen im Jetzt erfahren will, ist ja, Jesus gibt uns ja nur eine neue Idee zum gleichen Inhalt. Ne? Damit ich weitermache, damit ich hier mir selbst diesen Moment weiterhin ausdehne und nicht zurückgehe in die Vergangenheit und nicht zurückgehe in das menschliche Leiden des Getrenntseins. Das ist alles. Ne? Und je direkter und klarer wir in unserem Geist sind, was uns gegeben ist in der Schöpfung selbst, wer wir sind in der Schöpfung der Liebe Gottes selbst, desto weniger wird sich im Geist etwas rühren, was als Bemühung, als Tun und das und Erarbeiten und was immer für, wir haben ja tausende von Workshops dazu in der Welt als Angebote. Ne? Verwende alles nur, um dich zu erinnern, was und wer du jetzt bist, was dir jetzt gegeben ist. Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Sind wir okay für heute? Dann kann ich ja noch einen Abschiedssong spielen. Ja, danke, Lena, es hört ganz wirklich prächtig aus. So viel Licht da und Stille ist erfahren. Und ja, ich glaube, wir jubilieren absolut im Himmel in diesem Erinnern und Erkennen unseres Einsseins, nicht wahr? Danke. Danke dir. Danke.